Ob Innovationen in 3D oder Vorbilder aus der Kunstgeschichte. Damit hat sich die Firma Faller zu einem Weltmarktführer hochgearbeitet. Ich sehe die Zukunft von Faller absolut positiv. Der Standort Gütenbach ist absolut wettbewerbsfähig. Gütenbach im mittleren Schwarzwald. Seit mehr als 70 Jahren die Heimat der Firma Faller. Internationale Spielwarenmesse Nürnberg. Neuheitenschau der Modellhersteller. Mekka der Modellfreunde. Die badische Modellbauschmiede Faller präsentiert hier seit 1950 ihre Neuheiten. Wie zum Beispiel diese Klinik, ein limitiertes Premium-Modell. Da gibt es alles für das Wohlbefinden der Patienten. Ganz besonders stolz ist Faller-Entwicklungschef Hendrik Mielke auf eine weitere Neuheit, eine App. Wenn wir jetzt natürlich Interesse haben an einem von den neuen Produkten, zum Beispiel jetzt der Sägemühle, haben wir jetzt was ganz Neues dieses Jahr. Wir haben eine App entwickelt. Ich schaue auf den Marker und ich sehe sofort, ob das Produkt von der Größe her passt, ob es thematisch reinpasst und wie es zu den anderen Gebäuden auch aussieht. Über diese App werden wir später mehr erfahren. Und gehen erstmal noch zum Faller-Chef. Horst Neithardt, in der Mitte mit Krawatte. Er lenkt die Geschicke der Firma seit 2005 und ist verheiratet mit der Enkelin eines der Firmengründer. Der ehemalige Richter hat das Traditionsunternehmen aus einer schweren Krise gerettet. Und er hat Ziele. Ich erwarte für dieses Geschäftsjahr 3% Gewinnwachstum und 5% Umsatzwachstum. Zum Erfolg beitragen sollen Modellbau-Raritäten, wie die des Zisterzienserklosters Bebenhausen bei Tübingen. Daraus soll der größte und komplizierteste Bausatz in der Firmengeschichte von Faller werden. Wir wollen bei dessen Entwicklung mit dabei sein und dem Modellbaukonstrukteur Manfred Danner über die Schulter schauen. Am Anfang steht hierbei eine exakte Recherche. Ich mache hier ein paar Fotos von diesem gotischen Vierungsturm. Der sieht sehr beeindruckend aus. Also sowas als Modellbausatz zu machen, das fände ich super. Sowas hat noch keiner. Ist ein bisschen knifflig, aber ich denke, das kriegen wir hin. Ich finde ihn von daher super. Man kann hier reinschauen, man sieht die Glocke, die sich da drin bewegen könnte. Das stelle ich mir so als Modell wirklich gut vor. Hier in dieser Schwarzwald-Idylle ist Manfred Danners Arbeitsplatz. Im badischen Gütenbach gründeten 1946 die Brüder Hermann und Edwin Faller ihre Firma. Seit gut 70 Jahren baut Faller Modellbahnzubehör. Im Büro von Manfred Danner. Er hat inzwischen die Daten des Klosters in den Computer eingegeben und diskutiert das Ergebnis mit dem Forschungsleiter. Also, guck mal, ich habe jetzt hier die Kirche näher herangerückt, dass wir da noch mal ein bisschen Platz sparen. Ja, und eben das zweite Dach vor allem auch. Ne? Das ist ja von Teilen her. Die 181 Neuheiten, die wir machen, das sind zur Hälfte in etwa Bausatzprodukte, die wir machen. Und da kann man also in etwa sagen, dass wir mit der Mannschaft, mit den drei Vollkonstrukteuren, die wir hier haben, und den weiteren Personen, die in der Anleitungserstellung, in der Mustererstellung etc. beschäftigt sind, fast jeden zweiten Tag ein neues Produkt auf die Straße bringen müssen. Das Kloster Bebenhausen ist da eine besondere Herausforderung. Die alten Klosterbaumeister haben nicht in Modellbahnkategorien im Maßstab 1:87, also H0, gedacht. So, wir haben jetzt hier mal so einen historischen Plan vom Kloster Bebenhausen besorgt. Den haben wir jetzt im Maßstab 1:100 einfach mal ausgedruckt, weil 1:87 wäre schon enorm groß. Man sieht jetzt hier schon, die Dimensionen wären hier für einen Modellbahn einfach zu groß. Wir wären jetzt hier bei etwa 86 cm Länge.
Wir müssen das Modell also erstmal deutlich verkürzen, um das überhaupt realisieren zu können. Solche Platzprobleme wird es mit dieser Sägemühle nicht geben. Sie steht in Gütenbach, ein typisches Vorbild für die Fallerschen Modellhäuschen. Gemütlich, ländlich, idyllisch. Und eine der Faller-Neuheiten 2018. Mit einer Besonderheit. Was man aber sehr schön sehen kann, ist, dass auch beim Modell schon das Problem mit erschlagen werden muss, dass wir eine Hangeinbaulage haben. Das heißt, wir müssen das schon dem Bastler irgendwie mit an die Hand geben, wie er das einbauen kann später. Und dafür haben wir mit der Hochschule in Furtwangen gemeinsam eine App entwickelt, wo er das Gebäude bereits virtuell in seine Anlage einplanen kann, um später dann im Einbau ihm weniger Probleme zu bereiten. Wie soll das praktisch aussehen? Dafür besuchen wir die privaten Modelleisenbahner Winnenden, wo Roland Haag die neue App schon mal testen darf. Zum ersten Mal prüft er mittels der Faller-App, wo die Sägemühle wohl am besten auf seine Anlage passt. Das ist nicht schlecht. Da haben wir einen Hang und haben auch schon ein bisschen einen Ansatz von einem Bach. Aber trotzdem, die Steinbogenbrücke im Hintergrund ist ein bisschen gewaltig, denke ich. Da muss wohl eine andere Stelle her. So, hier ist Schnee, nicht steil, hier ist zu steil. Aber ich glaube, hier werden wir richtig. Das probieren wir mal aus. Das kann man sich schon richtig vorstellen, wie das aussieht. Da haben wir alles, was wir brauchen. Da haben wir einen Wald, da haben wir einen Bach, wir haben einen Hang, wir können die Zuführung von dem Wasser machen und wir haben eine spektakuläre Brücke drüber. Das ist doch wow, das passt. Ob die Sägemühle dann wirklich passt, sehen wir später. Zurück in Gütenbach. Hier hat man schon immer gerne getüftelt. Und Fallers Ideen waren bereits im Nachkriegsdeutschland gefragt. Vom Wohlstand der Westdeutschen profitierte auch die Spielwarenindustrie. Und Faller erlebte sein Wirtschaftswunder. Doch die heile Welt der Schwarzwald-Idylle war nicht unendlich. Das Computerzeitalter zog in die Kinderzimmer ein und auch hausgemachte Probleme sorgten für schlechte Geschäfte. Seit Mitte der 80er Jahren war die Geschäftsleitung nicht mehr von der Eigentümerfamilie gestellt. Und möglicherweise hat man es versäumt, da einige Weichenstellungen in die Zukunft vorzunehmen, insbesondere was Prozessverbesserungen anbelangt, was Reaktionen oder Visionen, Strategien für die Zukunft anbelangt. Es gab Veränderungen auf dem Markt und es war nicht ersichtlich, wie darauf reagiert werden sollte. Und natürlich ein ganz wesentliches Thema waren die Pensionsverpflichtungen, die auf mehrere Millionen Euro angewachsen sind. Also das ist schon per se eine extreme Last für ein Unternehmen. 2009 meldete Faller Insolvenz an. Horst Neidhardt glaubte aber an die Firma. Während vieler Gespräche mit Mitarbeitern, aber auch mit anderen Firmen, hörte er ein Jahr lang einfach nur zu. Das hatte er als Richter gelernt. Danach stellte Horst Neidhardt ein neues Team aus alten und neuen Mitarbeitern zusammen. Zudem wollte die Familie die Firma in Gütenbach halten. Natürlich waren dann meine Frau und ich, nachdem ich das Unternehmen schon angeschaut hatte, eigentlich der Überzeugung, wir müssen das in die nächste Generation mit rübernehmen, weil nur dann können wir eigentlich auch wirklich garantieren, dass der Produktionsstandort Gütenbach erhalten bleibt. Das fehlende Kapital, das damals fehlende Kapital nach der Insolvenz, haben wir dann noch bei meinem Bruder angefragt. Der war dann auch sehr schnell bereit, nachdem wir das Konzept vorgestellt hatten, dort einzusteigen und auch seine eigene unternehmerische Erfahrung mit einzubringen. Faller ist ein Familienunternehmen. 1946 gegründet, stellte die Firma zunächst Dinge des täglichen Bedarfs aus dem heimischen Material Holz, wie Wäscheklammern, in Heimarbeit her. Einer dieser Heimarbeiter war Fritz Sprenger, der als Bub nach Gütenbach kam
und sich noch gut an die Anfänge der Firma Faller erinnern kann. Jetzt stehen wir hier am oberen Eingang von der Faller, von wo die Fallers hier gewohnt haben. Das ist das Gebäude. Es war Eigentum und hier drin hat auch die Firma Faller eigentlich begonnen mit ihrer Arbeit. Und wir Buben haben unten gearbeitet und zwar nach der Schule. Wir waren 2-3 Stück nach und haben dann so vielleicht so 35 bis 36 Pfennig in der Stunde verdient. Und das war viel Geld für uns. Bald schon spezialisierte sich die junge Firma auf Modellbahnzubehör. Alles immer noch aus Holz. Die Marathon-Baukästen. Man hat dann mit den Häuschen angefangen. Und zwar mit solchen Häuschen. Und dann wurde in jedem Haus in Güdenbach, also in jedem Haus auf jeden Fall, fast in jeder Familie, wurde Heimarbeit gemacht für Faller. Und dann haben sie komplette Häuschen gemacht oder andere Teile. Nicht alle das Gleiche, aber das war der Aufschwung für Faller und auch für die Gemeinde und auch für die Leute hier in Güdenbach. Kein Wunder, dass Güdenbach bis heute eng mit Faller verbunden ist. Die Bäume kamen ja dann später. Und dann wurde das grüne gefärbte Sägemehl mit Leim hier drum gemacht. Und das Sägemehl, das musste man in so große Bottichen, das waren so große Tonnen. Und da wurde das Sägemehl rein und dann auch die Farbe dazu. Und es gab ja noch nichts anderes wie unsere Hände, mussten wir dieses mischen. Die Hände waren bis zum Ellenbogen hin grün. Und der Lehrer hat dann geguckt, wer grüne oder braune Hände hatte. Und dann wurde ich automatisch aufgerufen zur Aufgabe oder irgendetwas. Und meistens war es ja so, wenn wir bei Faller gearbeitet haben oder so, hast du ja oftmals die Hausaufgabe nicht gehabt. Weil das ist von der Zeit her. Und dann konnte ich gleich vorne, kriegt jeder 2 Tatzen und dann war die Geschichte wieder für den Tag erledigt. Am anderen Tag sind wir aber wieder zu Faller. Ich wollte von dem Geld, was ich verdient habe, ein neues Fahrrad mir kaufen. Und Hermann Chef ist mir dann nach Föhrenbach gefahren in ein Fahrradgeschäft und da war eines, das mir gefallen hatte. Aber ich hatte nicht so viel Geld bei ihm verdient. Und somit hat er das Fahrrad trotzdem für mich gekauft und mitgenommen und hat den Restgeld, brauchte ich nicht mehr zurückbezahlen, hat er mir geschenkt und so hatte ich das erste neue Fahrrad in Güdenbach. Anfangs bestimmten Fertigmodelle wie der Bahnhof Flüelen von 1952 das Sortiment von Faller. Rasch kamen aber auch Bausätze auf den Markt. Ende der 1950er Jahre kam, in Anlehnung an das Faller Hochhaus, dieses 30 cm hohe Modell heraus. Ganz im architektonischen Zeitgeist der modernen Bundesrepublik. Das echte Hochhaus prägt das Bild von Güdenbach noch heute. Und Manfred Danner arbeitet weiter mit Hochdruck am Kloster Bebenhausen. Das Computerzeitalter hat auch in Güdenbach Einzug gehalten. Gerade bei diesem komplexen Bausatz geht es nicht mehr ohne. Also ich konstruiere hier an einem CAD-Programm alle Teile, die wir für das Kloster benötigen. Ich beginne jetzt hier mal mit dem Turm. Für den Turm an sich benötige ich etwa 10 Tage zur Konstruktion. Als Hilfsmittel dienen mir hierbei Fotos oder auch so ein historischer Plan. Und mit Hilfe dessen, wie gesagt, werden alle Teile konstruiert. Für das gesamte Kloster rechne ich mal etwa mit 2 Monate Konstruktionszeit. Anschließend benötigen wir noch mal einen weiteren Monat, um alle Zeichnungen für unseren Werkzeugbau abzuleiten. Ein erstes Modell wird im 3D-Drucker hergestellt. Stunden später sind die Muster fertig. Die Handmuster dienen uns dazu, das Modell auf Messen vorzustellen.
dem Publikum und natürlich auch, um Fotos machen zu können für das Prospekt und für den Katalog. Das geschieht alles, bevor wir die Serienteile dann in der Hand haben. Die Bausatzlegende von Faller schlechthin, die Villa im Tessin. Wie viele aufstrebende deutsche Unternehmer der Nachkriegszeit zog es auch die Fallers häufig in die Sonnenstube der Schweiz. In Gütenbach ließ sich Hermann Faller seine Villa bauen. In Hanglage. Alexandra Neithardt, die Enkelin von Hermann Faller, wuchs in Gütenbach auf und erinnert sich noch an die gute alte Zeit. Als Kind war ich gerne und sehr häufig bei meinen Großeltern hier zu Besuch. Habe dabei auch gar nicht wahrgenommen, dass das Haus ein sehr ungewöhnliches Haus ist, dass es anders aussieht als die anderen Häuser im Ort. Und die Erklärung war ja ganz einfach, weil meine Großeltern schon in den 60er Jahren gerne Urlaub im Tessin gemacht haben und da ja dann auch Mitte der 60er Jahre ein Haus am Lago Maggiore gebaut haben. Und dabei hat meine Großmutter insbesondere diesen Baustil der Villen im Tessin sehr schätzen gelernt und hätte sehr, sehr gerne zu Hause auch so ein Haus gehabt. Und dann hat man das auch entsprechend hier umgesetzt. Und die Probleme sind dann natürlich erst später aufgetreten. Zum einen ist so ein Haus natürlich sehr, sehr schwer zu beheizen mit so vielen Außenwänden, wenn man nicht nur rechtwinklige Außenfassaden hat. Und das größte Problem ist natürlich im Winter ein Flachdach. Da bleibt der ganze Schnee liegen. Im Frühjahr regnet es in den Schnee und dann muss der Schnee runter. Und da waren meine Großeltern natürlich alleine nicht in der Lage. Und dann haben alle mitgeholfen und immer wieder sind auch die Lehrlinge von der Firma hier angerückt mit Schneeschaufeln und haben das Dach freigeschaufelt. Faller stellte aber nicht nur Modellhäuschen her. In der Produktpalette durfte da des Deutschen liebstes Kind, das Auto, natürlich nicht fehlen. Mein persönliches Lieblingsspielzeug von Faller, das ich auch zu Hause hatte und ganz oft in meinem Zimmer auch aufgebaut hatte, hieß Pionier. Das waren kleine Lastwagen, die unter Silos gestellt wurden. Die hat man mit echten Linsen, also man hat da mit Lebensmitteln gespielt, befüllt und hat die auf Knopfdruck in den Kipper laufen lassen. Und dann konnten die über Straßen oder wie so eine Art Schienen fahren an Stellen, wo man es dann wieder auskippen konnte. Und das habe ich wirklich mit sehr viel Spaß gespielt. Damals war Gütenbach ohne Faller undenkbar. Besonders eindrucksvoll war unter anderem die gemeinschaftliche Bescherung. Für die Mitarbeiterkinder kann ich mich an ein paar so Besonderheiten erinnern. Und ein großer Höhepunkt war immer eine Weihnachtsfeier, wo es eben eine Bescherung für die Kinder gab. Und dann fand dann die Bescherung in der Firma statt, als es wirklich sehr, sehr viele Kinder, sehr, sehr viele Mitarbeiter gab. Da fand es auch in der dörflichen Festhalle statt. Da war das also richtig eine große Veranstaltung in der Festhalle. Wir kommen zurück zur Konstruktion des Klosterbausatzes. Das spätgotische Original steckt voller architektonischer Finessen. Das stellt die Modellbauer in der Fertigung vor größere Probleme. Ein erstes Modell ist jetzt fertig. Nun steht die Entscheidung an, ob daraus ein Bausatz wird. Wir haben es ja auch schon mal auf der Spielwarenmesse gezeigt. Kam ja bei den Leuten auch gut an. Anhand vom Muster haben wir jetzt das mal alles durchkalkuliert. Wir bräuchten, wenn wir das Projekt realisieren, 13 neue Spritzgusswerkzeuge. Ist natürlich ein ziemliches Invest. Auch der UVP für den Endkunden ist relativ hoch mit knapp 400 Euro. Da müssen wir jetzt mal schauen, was wir alles noch in den Bausatz mit reinpacken. Wie lange braucht man da, um dieses Ensemble aufgebaut zu bekommen? Also ich schätze mal so 4 Tage. Das wären etwa... Also vier Tage, 8 Stunden, oder? Ja, ja. Also nicht so schlecht, ja. Also das, ich denke, das wird am Schluss schon über 1000 Einzelteile haben. Also ja. Mein, so einen Bausatz in der Größe hatten wir noch nie, auch in der Preiskategorie. Aber ich denke, außer uns kann das sonst niemand am Markt. Ich bin begeistert. Also ich finde es super schön. Und wenn Sie sagen, es gibt auch Frauen, die sich für sowas zum Beispiel begeistern, dann freut mich das besonders, weil uns ja immer nachgesagt wird,
Wir bedienen nur irgendwelche Freaks. Also, ne, 100%, also machen wir. Die Produktion kann also loslegen. Dafür müssen aber erstmal Spritzgussplatten hergestellt werden. Für das Kloster mit seinen vielen Details ist das besonders aufwendig. So, wir sehen jetzt hier so ein Spritzgießwerkzeug. Generell bestehen die bei uns aus zwei Formhälften. Die Kavitäten, also die Vertiefungen in dem Werkzeug, bilden ja nachher den Hohlraum, wo unser flüssiger Kunststoff eingespritzt wird, der letztendlich das Bauteil auch ausbildet. Man sieht hier sehr gut die feinen filigranen Konturen. Die werden bei uns 3D gefräst. Wir arbeiten hier mit Fräserdurchmesser bis zu 0,6 mm runter, um auch hier sehr feine Konturen ausfräsen zu können. Nicht nur Neuheiten wie der Klosterbausatz kommen aus der Faller Ideenschmiede. Nach Ende der Insolvenz 2010 holte sich Chef Horst Neithardt auch Know-how von außerhalb, um an neuen Einfällen zu tüfteln. Wir haben eine Innovationskultur im Unternehmen geschaffen, die es ermöglicht, zusammen mit unserem Netzwerkpartner, einem unserer Netzwerkpartner der Hochschule Furtwangen, einfach mal Ideen durchzuspielen, Projekte durchzuspielen, die es uns ermöglicht, dem Kunden Wissen zu vermitteln bzw. Möglichkeiten an die Hand zu geben, seine Fantasien, seine Vorstellungen vom Modell besser zu verwirklichen. Ein Beispiel wäre hier die AR-App, die wir mit der Hochschule Furtwangen entwickelt haben. Professor Christian van Husen ist einer der Partner an der Hochschule Furtwangen, der ehemaligen ersten deutschen Uhrmacherschule. Van Husen ist der Kopf, der erst einmal herausfinden musste, was Faller eigentlich braucht. Das erklärt er uns im Servicelabor. Wir haben da eine ganz konkrete Fragestellung, die sich für Faller jetzt aufgetan hat. Nämlich die Frage, wie kann denn ein Kunde unterstützt werden, der zu Hause seine Modellbahnanlage hat, der die Gebäude von Faller aus dem Katalog sehen kann, der aber sich trotzdem schwer tut, die Schritte nachzuvollziehen von dem Bild im Katalog. Wie würde denn das Gebäude tatsächlich aussehen? Ist die Problemstellung also gefunden, ist der Weg zur Entwicklung der Häuschen-App nicht mehr weit. Verantwortlich hierfür ist Professor Jirka Del Oro Friedl. Wir brauchen dann natürlich eine Hardware mit einer Kamera. Die können wir entsprechend ansteuern über unser System. Und diese Marker, die unterscheiden sich von der Form her nicht, aber von den Aufdrucken, die drauf sind, da sind entsprechende Muster. Das System kann dann diese Muster erkennen, sofern es überhaupt diese Form eines Markers erkannt hat. Das kann ich jetzt mal demonstrieren. Wenn ich jetzt versuche, diesen Marker hier in die Kamera zu halten, dann erscheint diese Hütte, die hier hinterlegt ist als 3D-Modell, in entsprechend der Ausrichtung dieses Markers, je nachdem, wie ich den halte, kann ich die jetzt kippen. Später macht man das natürlich dann mit seinem Smartphone, indem man um diese Hütte quasi herumläuft. Wir wollen nun schauen, ob die App tatsächlich hält, was sie verspricht. Dazu gehen wir wieder nach Winnenden. Für Modelleisenbahner sind die Modellhäuschen wie Lametta. Ohne sie wären Modellbahnanlagen fad und langweilig. Eine meiner frühesten Erinnerungen, die ich da habe aus meiner Kindheit, ist, dass mein Vater am Küchentisch sitzt und das Faller-Hochhaus baut. Über mehrere Wochenenden ging das damals. Und ich durfte assistieren, schon einmal einen Teil vom Grat abmachen oder so. Und irgendwann war dann der Zeitpunkt gekommen, wo ich mein erstes Einfamilienhäuschen gekriegt habe von Faller. Und irgendwann, als Faller dann angefangen hat, die Häuser maßstäblich zu machen, da war dann für mich der Traum, diese Altstadtzeile. Ich habe immer weniger die Fachwerk-Idylle mögen, sondern für mich war immer so ein bisschen verkommenes Bahnhofsviertel immer toll. Und da hat Faller halt ganz tolle Sachen. Und da habe ich dann also so gestalterisch mit wirklich so Detaillieren und die Backsteine anmalen und so weiter dann das immer selber gemacht. Fachwerk-Idylle kommt in Winnenden aber trotzdem nicht zu kurz. Und der Straßenverkehr, hier repräsentiert durch Busse und Lkw, von Faller K-System. Busfahrer in Winnenden ist Steffen Schalk. Seit fast 20 Jahren setzen wir bei uns auf der Anlage das Faller K-System ein. Das sind LKWs oder Busse, die sind akkubetrieben. Das Fahrzeug folgt einem Stahldraht in der Straße und immer an elektrischen Stoppstellen durch einen Elektromagnet bleiben die Fahrzeuge stehen. Die schönste Entwicklung bei den Fahrzeugen in den letzten 20 Jahren
war der Einsatz von herkömmlichen Akkus. Weg von diesen Knopfzellen-Akkus, die haben eine geringe Kapazität gehabt, hin zu den handelsüblichen AAA-Akkus, die man auch während der Vorführung mal laden kann und auch auswechseln kann. Das kam uns richtig entgegen. Roland Haag widmet sich nun dem Bau der Sägemühle. Ein Laser-Cut-Modell, das der erfahrene Modellbauer erstmals in Händen hält. Beim Werkeln ist jetzt eben Handwerk gefragt. Von der App ist Roland Haag aber schwer beeindruckt. Das Virtuelle in die Landschaft hineinstellen, das war faszinierend. Hätte man sich so selber nicht vorstellen können. Und das hat eigentlich letztendlich meines Erachtens nach eine ganz neue Dimension eröffnet, weil ich das mir jetzt schon vorstellen kann, wie es aussieht. Und ich bin jetzt mal gespannt, wenn wir es dann in der Realität drin haben, das Gebäudemodell, ob sich das dann eigentlich so deckt mit dem Eindruck, den man da schon hatte. Zurück in Gütenbach steht nun der Herstellung der Bauteile fürs Kloster Bebenhausen nichts mehr im Wege. Kunststoff in verschiedenen Farben kommt dabei zum Einsatz. Also hier bei Faller haben wir etwa 1000 Farbrezeptoren hinterlegt. Diese Mischungen sind für uns wichtig, um auch in Zukunft Teile in der gleichen Farbe nachproduzieren zu können. Wir können, wenn es Bedarf besteht, auch jede weitere neue Farbe mischen. Das Kunststoffgranulat kommt in die Spritzgussmaschine. Und die beiden Spritzgussplatten werden eingesetzt. Faller stellt 1 Million unterschiedliche Produkte her, davon 600.000 Bausätze, eine enorme Zahl. All das wird im Schwarzwald produziert. Für die Zukunft haben wir natürlich einen Hochpreis-, Hochlohnstandort Deutschland immer die Aufgabe, dass wir permanent Prozesse verbessern, dass wir permanent die Technologien in der Produktion auch anpassen. Faller fertigt heute nicht mehr für den Massenmarkt. Die Produktion in Billigländern wie etwa China lohnt sich daher nicht. Das Zauberwort heißt Individualisierung. Geringe Stückzahlen, Modellvielfalt, Produktion nach Bedarf. Die Firma ist wieder gesund. Dazu tragen extravagante Modelle, wie eben das des Klosters Bebenhausen, ihren Teil bei. Der Bausatz kommt gut an bei den Leuten, das freut uns natürlich. Es ist unser größter und teuerster Bausatz, den wir bisher gemacht haben. Aber wenn man jetzt die Schachtel in der Hand hat, da bekommt man einen Bausatz mit über 5 Kilo Gewicht. Da ist schon einiges dran, auch mit den 1400 Einzelteilen hat der Bastler mit Sicherheit viel Freude daran. Das Kloster ist fertig. Die limitierte Auflage von 1.999 Stück ist bereits vergriffen. Faller strebt in 2018 einen Umsatz von 11 Millionen Euro an. Und wie sieht der Chef die Zukunft? Ich sehe die Zukunft von Faller absolut positiv. Der Standort Gütenbach ist absolut wettbewerbsfähig. Als Familie müssen wir jetzt natürlich anfangen, die wesentlichen Weichen zu stellen, damit der Ort Gütenbach nicht nur als Herkunftsort, sondern auch als Produktionsstandort erhalten bleiben kann. Ein letzter Blick nach Winnenden, wo wir Roland Haag beim Einbau der Sägemühle beobachten. Wir sind gemeinsam mit ihm gespannt, wie sich die Mühle tatsächlich in die Modellbahnanlage einfügen lässt. Ob die Fallersche App also ihren Praxistest besteht. Ja, das passt schon fast. Natürlich hat man als Modellbahner einen gewissen Blick, was wo reinpassen könnte. Aber so real und wie man das auf dem Bild gesehen hat, das ist der Hammer. Das ist jetzt perfekt, würde ich sagen. Das war jetzt also wirklich eine große Hilfe.